Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Acabemos con esto. Alex. ¡Chingada! Este gringo sabe pelear, ¿eh? ¡Golpéalo! A ver cómo te sales de esta, cara. ¡Dale una paliza! ¡Vuelve ahí! ¿Qué tal esto? ¿Qué puede ser el gringo? ¡Agárrenmelo! ¡Lucha como un hombre! ¡Toma esto, pendejo! ¡Líbalo! Nosotros. ¡Rómpele el cráneo, amigo! Ahora sí, pendejo. Te vas a arrepentir. ¡Puedes hacer! ¡Sí, Gustavo! ¡Listo! ¡Sí, Gustavo! ¡Te voy a matar, come mierda! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Las piclos! ¡Ya basta! ¡Ya lo tienes! Okay. Este lugar, ¡todo! ¡Derrota a ese gringo, amigo! ¡Ya basta, idiotas! ¡Suéltenme! ¡Eres Wacker Kampf! ¿Una kleine? ¡Voy a matar, gringo, come mierda! ¡Hey, ruf mich an, wenn du groß genug hierfür bist! ¡Te voy a sacar tiras por el culo! ¡Solitaria! ¡Cájalo! Steh auf. Oh Mann, ich hatte gerade so einen schönen Traum. Ey. Schon gut. Langsam. Okay, cálmate. Por favor. No me dejes allá dentro de mí. Por tu culpa, pendejo. Hey, darf ich vielleicht mal duschen? Cállate. Morgen, Jungs. Oder Abend, lässt sich hier unten schwer sagen. Oi, Idiota! Die Treppe rauf! Jene están yendo un prisionero. Abran la reja. Hey, schöner Tag, nicht? Und schwül. ¡Hey, gringo! ¡Vi lo que hiciste a Gustavo! Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo ¡Hey, Vargas! Cuando regreses. ¡Déjanoslo a nosotros! ¡Nos encargamos Atrás. De él! ¡Huéfense! ¡Quiétense, cabrones! ¡Hey, hey! ¡Tranquilízate! ¡Scheint hast du Fans! Ja, yeah, das Publikum liebt mich. ¡Abran la reja! ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Ich spreche ein bisschen Spanisch, weißt du? Moment. Was hast du gesagt? Bist du früh genug raus? Te lo advertí. Pero no escuchaste. ¿Qué está mirando? Nada, amigo. Nichts. Atrás. Que este encargo yo. Bien. Wen bringst du mich eigentlich? Bist du schon? Por favor, para, para. Nach dir? Ja, überhaupt nicht zwielichtig. Hey, das sieht nicht aus wie das Büro des Direktors. Nach links. Ja, schon klar. Dadurch. Hier durch?
Da wären wir. Okay. Okay, nimmst du mir die jetzt ab? Hey, hast du es mitgebracht? Ja, hab's da drüben versteckt unter dem Arbeitstisch. Na bitte, Kinderspiel. Bingo. Und weiter geht's. Seil am Posten. Bin gespannt, was Sam dazu sagt. Auf nach oben. Muss ich die höchste Zelle finden. Wenigstens hatte Burns bis zum Schluss eine schöne Aussicht. Oh Gott. Schwer zu glauben, dass hier Dutzende Piraten auf den Galgen warteten. Okay, wo lang? Okay, mal im Ernst. Das ist ziemlich cool. Sam, verpasst echt was. Auf geht's. Burns Zelle. Zelle. Ihr Sweet. Okay. Wo fange ich an? Dieses ganze Gekritzel muss eine Bedeutung haben. Sonne und Mond. Chemiesymbole für Gold und Silber. Moment mal, sowas habe ich auf dem Brief gesehen. Das ist ein Teil des Symbols. Ah, da ist die andere Hälfte. Also dann. Schon besser. Okay, ein Tierkreiszeichen. Das Zeichen für Schütze und Skorpion. Leider nein. Und die römische Zahl 2. Nein?
Okay, wo ist das Schütze-Symbol? Schütze. Römische 10. Der ist's auch nicht. Nichts. Ich sollte mir den Brief nochmal ansehen. Zahl 2. Nein. Habe ich was auf dem Brief übersehen? Nein? Leider nein. Ich sollte mir den Brief nochmal ansehen. Der ist's auch nicht. 10 und 2. X und II. Sieh sich das einer an. Digna factis recipimus. Das muss es sein. Dann mal zurück.